Hundefreunde kommen heute wieder voll auf ihre Kosten. Den Anfang macht Spike. Der Mischling braucht mit seinen 2 Jahren viel Bewegung, lange Spaziergänge und Einfühlungsvermögen. Der Rüde ist sehr anhänglich, sobald er sich an seinen neuen Besitzer gewöhnt hat. Außerdem genießt Spike lange Streicheleinheiten und wäre in einer Familie gut aufgehoben. Der Schäferhund Husky Mix Neo ist immer auf Zack. Ein sehr sportlicher Zeitgenosse. Neo wünscht sich ein Zuhause mit liebevollen, aber konsequenten Menschen. Hundeerfahrene, sportliche Menschen, die etwas Geduld mitbringen, sind hier gefragt. Auch Spike Nummer 2 ist auf der Suche nach einem Zuhause. Der Rottweiler Labrador Mix ist sehr dominant, dennoch ein wahrer Familienmensch. Er liebt lange Spaziergänge an der Leine, beherrscht Grundkommandos und braucht jede Menge Bewegung. In seinem neuen Zuhause darf auch gern eine Hündin leben. Rüden geht er aus dem Weg. Außerdem kann sich Spike auch prima allein beschäftigen. Der Schnauzermix Scotty ist ein echter Aufpasser. Er wünscht sich ein Grundstück, das er bewachen kann und liebt trotzdem ein weiches Körbchen. Außerdem sucht er menschliche Zuwendung und jede Menge Freilauf. Auf Artgenossen verzichtet er gerne. Kinder sollten mindestens 10 Jahre alt sein. Woody wurde an einer Parkbank auf den Sachsendorfer Wiesen angeleint gefunden. Der Welpe war in einem sehr schlimmen Zustand, denn das ganze Hinterteil hat gelahmt. Der Dackel war sehr krank, doch im Tierheim konnte er sich prächtig erholen. Woody ist sehr aufgeweckt und kontaktfreudig. Außerdem lässt er sich gerne streicheln. Nun wünscht er sich, das Tierheim verlassen zu dürfen und im neuen Zuhause verwöhnt zu werden. Wenn Sie Interesse an einem der Vierbeiner haben, dann rufen Sie an oder kommen einfach im Tierheim Cottbus vorbei. Pfleger und Tiere freuen sich über jeden Besuch.